Ja, ihr seid Geschwister eigentlich? Ihr seid Zwillinge sogar? Eineige. Eineige Zwillinge? Ja, das sieht man gar nicht. Ja, gut so. Ja, das heißt, wer hat seine Haare künstlich bearbeitet? Ja, beide. Er hat sie gefärbt. Ich hab eigentlich nicht künstlich, ne? Nee, das stimmt. Ich habe mir die Haare so vor 4 Jahren so machen lassen und Bill färbt ja seine Haare immer. Und normalerweise haben wir beide so Straßenköderblond. Ja. Bisschen okay. Dunkler als du. Ja. Ja. Ihr seid. Es ist schon so ein bisschen stressig, weil es gibt ein Bad und wir sind irgendwie ziemlich viele Leute auf dem Bus und du musst dich schon so ein bisschen einschränken, ja. Also du kannst irgendwie nicht deine ganzen Koffer hier auspacken, sondern du musst dich genau sortieren. Und das ist manchmal nicht so einfach, vor allem wenn man Georg auf dem Bus hat. Und, also was soll das denn heißen? Weil Georg ist echt eine Schlampe, also das muss man schon so sagen. Ich räume hier immer die ganzen Schüsseln von denen weg und so. So sieht das nämlich aus, ne? Falsch. Was? Ja, jetzt wahrscheinlich, ne? Wenn die Kamera dabei ist, dann sind sie ein bisschen ordentlich, aber sonst sieht das ja aus. Bei uns sieht die Entspannung eigentlich immer gleich aus, und zwar ganz viel schlafen, und essen und Fernsehen gucken. Also ganz schön zum Muttertag bei Mami zu Hause gewesen, ne? Ja. Heute ist doch Muttertag, nee, nee, das war gestern eine Folge, okay. Aber okay. Egal. Bill war nicht. Ja, das sind so Fanbriefe, die wir gerade gekriegt haben vom Hotel. Ja. Und Georg hat ein schönes Schildkrötenfoto, das passt wunderbar zu ihm. Ja. Hier, ein kleines Schildkrötenfoto. Der einsame Georg. Ja. Die Schildkröte heißt Georg, das hat sie nur ausgedruckt, weil sie es süß fand wahrscheinlich. Ja, hab ich schon gesagt. Du hattest auch mal eine Schildkröte, ja, oder nicht? Hat es. Ja, Georg hatte auch mal eine Schildkröte, die ist gestorben, ne? Ja. Das wissen die Fans dann auch. Nee, glaub nicht. Ich glaube nicht. Die Schildkröte wissen sie, glaube ich, noch nicht. Nee, die hatte eine Lungenentzündung, die arme Kleine. Oh. Wirklich, ich finde das gar nicht lustig. Absurd. Nicht gerade, also eigentlich bin ich der stille Checker. Du warst auch derjenige, wo es hieß, du hättest schon mit 25 Frauen was gehabt, oder? Du bist aber einer von den schnellen Sorten, muss ich sagen. Ja, ich lese morgens immer die Bildzeitung und dann denke ich so, ups, der junge Herr, 25, knick, knack. Knick, knack und weg. Da ist aber nichts dran, ne? Oder möchtest du darüber jetzt nicht reden? Also, ich bin dann ganz offen, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin da baff, weil du bist auch der Erste, der mich darauf anspricht. Echt? Ja. Weil das stand so in der Zeitung. Aha! Ja? Willst du etwa damit sagen, die Bild-Zeitung schreibt manchmal nicht die Wahrheit? Das hast du gesagt. Also das ist ja. Ich muss dir sagen, ich habe nicht mitgezählt, also ich kann das jetzt nicht sagen. Also, es können auch mehr sein, es können weniger sein, ich weiß es nicht. Oh! Oh. Hui. 25 nicht mitgezählt, ja. Man hört dann einfach irgendwann auf, Vorfahren, ja? Ja. Aber nicht jedes Mal zählt als neue Frau, das ist klar, ne? Ja, das ist klar. Ja.